Luft. Ist ja eh kein moderatives Interview, sondern ich will ja euch was fragen und ihr sollt antworten. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange es euch schon gibt und das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Wie lange gibt es euch schon? Ich glaube, diese Frage möchte ich weiterreichen an diese unwahrscheinlich nette Frau neben mir. Die da? Ja, jetzt noch zwei. Das müsste jetzt in der Besetzung März. Fünf Jahre. Im März sind es 5 Jahre. Und wie oft spielt ihr in Templin und Umland? Na, das war jetzt heute das zweite Mal. Quatsch. In Templin meine ich das zweite Mal. Wirklich? Ja. Bei der offenen Bühne letztes Jahr habt ihr das erste Mal in Templin gespielt. Das wusste ich gar nicht. Ja. Die Prinzip Hoffnung ist nämlich von Anfang an dabei. Die waren beim allerersten Mal dabei und werden bestimmt noch ganz lange dabei sein. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, das war ganz komisch. Wir waren eigentlich vorher alle in anderen Bandbesetzungen und Alex und unser Schlagzeuger André, der sich aus dem Interview geschlichen hat, die haben jahrelang zusammen alleine Musik gemacht und dann kam der Buzzy, der sich auch aus dem Interview geschlichen hat. Und dann bin ich irgendwie noch dazu gestoßen und dann waren wir komplett. Haben sie dich als Sängerin gesucht oder haben sie dich gefunden? Nein, eigentlich war ich gar nicht als Sängerin geplant. Wir haben ja eigentlich noch eine A-Seite, wo wir Verstärker laut drehen und Schlagzeug. Und da singe ich ja nicht. Und in der B-Seite, wo wir eine akustische Musik machen, da singe ich. Es wäre sehr schade gewesen, wenn wir dich nicht gefunden hätten. Sagen wir mal so, es war ein sehr, sehr langer Überredungsprozess, weil sie einfach nicht wollte. Ja? Also man hat sie immer gehört an einer Akustikgitarre, so im Hintergrund so mal spielen, üben und alles drum und dran. Dann haben wir gesagt, Mensch, du musst doch mal ein Mikrofon ran. Also da muss man noch was. Und aus dieser Idee heraus ist letztendlich, wie gesagt, es gibt ja die A-Seite, also Prinzip Hoffnung als alternative Rockband, wo wir dann so, wir machen Krach. Und aus dieser Idee heraus ist dann irgendwann die B-Seite entstanden. Und dass das sich so entwickelt, hätte ich dann auch nicht gedacht. Definitiv nicht. Eine ganz schöne bunte Mischung auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt diese akustische eigentlich noch mehr, ne? Von Oktober und heute. Das steht euch sehr, sehr gut. Wie, ich weiß es selber gar nicht mehr, habe ich euch angesprochen oder habt ihr die offene Bühne uns angesprochen, hier zu spielen? Das war bei der Granzer Rocknacht im letzten Jahr. Da warst du, glaube ich, auch da und eine befreundete Band von uns hat dich auf uns aufmerksam gemacht. Heißen die zufällig Punk-Beat-Rockers? Aber ja. Die befreundete Band. Wie ist es denn auf der offenen Bühne? Könnt ihr das in 1, 2 Sätzen beschreiben? Was ist das Gefühl, warum man auch privat, man sieht euch ja privat ständig hier, gerne herkommt? Ja, die offene Bühne, finde ich, repräsentiert genau das, was Musik ausmacht. Und das ist genau das, was wir im Proberaum auch so leben. Also wir haben jetzt nicht einen, der die Linie vorgibt, der sagt, du spielst das, du spielst das, du spielst das, sondern es kommt einer in den Proberaum, hat eine Idee und jemand spielt irgendwas anderes dazu und der nächste spielt etwas anderes dazu und der nächste spielt und irgendwie genau das, was da entsteht, denn das ist Magie und das ist wie auf einer Bühne. Man trifft hier die unterschiedlichsten Leute, unterschiedlichste Altersgruppen und unterschiedlichste Musikrichtungen. Wenn ich überlege, der junge Mann vor uns am Piano, das war der Wahnsinn. Ich selber wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, ach Mensch, guck mal, da spielt doch jemand am Piano, geh da mal hin. Ja, aber ich stand dann da und hatte so diesen so, wow, Moment, so ist krass. Und das ist das, was diese Bühne ausmacht. Dass verschiedenste Leute kommen zusammen und diese Zusammenspiel, das ist dann Magie, ne? Das ist das, was rauskommt. Und das ist das, was Musik ausmacht letztendlich. Finde ich irgendwie. Vielen Dank. Das wollte ich hören. das war richtig gut, ne? Hier, die Punk-Beat-Rockers klatschen, das ist ein Zeichen. Warum soll es die offene Bühne weitergeben und sprich mal die Leute an? Weil die offene Bühne einfach eine tolle Sache für junge und auch alte Musiker ist. Und ich finde, in Templin und Umgebung gibt es einfach viel zu wenig Möglichkeiten, sich zu zeigen, sein Können und da Beweis zu stellen. Die offene Bühne ist einfach perfekt dafür. Anmeldung weiterhin unter offenebühne@mkc-templin.de.